Schule 2.0, die dritte Auflage. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Wir werden mit euch heute wieder ein bisschen pritschen. Wir werden das Baggern wiederholen, was wir letzte Woche gemacht haben. Natürlich mit neuen Übungen, dass ihr natürlich wieder ein bisschen besser werdet und Spaß daran habt. Wir werden gleich mit ein paar Aufwärmübungen starten. Dazu werdet ihr wieder was mit Patrick Steuerwald machen, unserem Co-Trainer. Der hat sich schon wieder ein paar Übungen für euch ausgedacht, um ein bisschen Ballgeschicklichkeit zu trainieren. Bevor es damit aber losgeht, sucht ihr euch am besten euer Material zusammen. Ihr braucht wie immer einen Ball eurer Wahl. Ihr braucht das Kreuz aus dem Kreppband, was ihr vielleicht noch an der Wand kleben habt. Ihr braucht ein Springseil, was wir letzte Woche schon hatten. Und ihr braucht heute auch einen Partner für die ein oder andere Übung. Ihr müsst ihn nicht sofort holen. Ihr werdet das schon merken, wenn die Übung mit einem Partner ist. Dazu fragt ihr einfach eure Eltern, Geschwister, wenn ihr habt. Die Übungen sind auch ziemlich leicht, sodass die das auf jeden Fall hinbekommen. Da brauchen sie keine Angst vor haben. Ich wünsche euch viel Spaß jetzt mit Patrick und ich hoffe, euch gelingen die ersten Übungen auf Anhieb. Beim dritten Videotraining sollen die Übungen ja auch so langsam ein bisschen schwieriger werden. Die ersten beiden Wochen haben wir den Ball immer gerade nach oben geworfen oder noch zur Wand. Jetzt versuchen wir den Ball mal nach hinten zu werfen. Ihr werft den Ball mit beiden Händen wieder über euren Kopf. Lasst ihn möglichst flach hinter eurem Kopf runterfallen. Nehmt die Hände schnellstmöglich hinter euren Rücken und fangt ihn dann in Höhe eures Popos. Nicht ganz so leicht. Ich glaube nicht, dass es jemand im ersten Versuch schafft, aber vielleicht ja in Versuch 2, 3 oder 4. Jetzt seid ihr dran. Nachdem wir so viele Übungen gemacht haben, wo wir den Ball mit beiden Händen hochgeworfen haben, wechseln wir jetzt dazu und gehen zur Einhand über. Es ist ja ganz egal, ob ihr mit der linken oder mit der rechten Hand startet. Es sieht so ein bisschen aus, als würdet ihr gleich den Ball jonglieren, denn ihr müsst versuchen, den Ball unter eurem Bein runterher zu werfen und mit der anderen Hand dann wieder aufzufangen. Hört sich gar nicht so schwer an, von daher bin ich mir sicher, dass ihr das wieder hinbekommen werdet. Viel Spaß mit Patrick!
So, das war's mit den Geschicklichkeitsübungen. Jetzt kommen wir wieder zum Volleyball. Wir starten wie immer mit dem Pritschen zuerst. Dazu darf ich euch schon mal unseren Gast Nemo vorstellen. Einer unserer Profispieler beim VfB Friedrichshafen, der euch gleich die Übung zeigt. Übung ist relativ einfach. Ihr setzt euch nicht wie letzte Woche auf den Stuhl, sondern heute auf den Boden. Das heißt, ihr könnt die Übung super in eurem Zimmer oder im Wohnzimmer ausprobieren. Werft den Ball an und pritscht ihn dann so oft es geht mit beiden Händen nach oben. Achtet ein bisschen auf Gegenstände wie Lampe oder andere, die in der Gegend stehen, dass ihr die nicht trefft. Viel Spaß beim Zuschauen und natürlich auch beim Nachmachen. Ich hoffe, ihr musstet eben bei der Übung nicht zu oft aufstehen, sondern konntet durchgehend im Sitzen pritschen. Jetzt geht's weiter. Bei der nächsten Übung braucht ihr wieder das Springseil. Das hatten wir letzte Woche auch schon mal im Einsatz. Dazu legt ihr wieder einen Kreis aus diesem Seil. Ihr könnt auch Stöcker nehmen, wenn ihr es im Garten macht, oder ihr zeichnet es auf dem Hof ein, wie auch immer ihr möchtet. Ihr steht mit beiden Füßen dann im Kreis und diesmal pritschen wir den Ball nicht senkrecht in die Luft nach oben, sondern ihr spielt ihn an die Wand. Ob ihr jetzt euer Kreuz noch an der Wand habt oder nicht, spielt jetzt erstmal nicht so eine große Rolle. Aufgabe dabei ist es, den Ball so oft es geht gegen die Wand zu spielen, das mit ziemlich hoher Präzision. Bedeutet, der Ball soll genau wieder so zu euch zurückfliegen, dass ihr den Kreis nicht verlasst. Wie das funktioniert, zeigt euch auch wieder Nemo.
So, kommen wir heute zur dritten Übung vom Pritschen. Das ist vielleicht heute auch die schwierigste Übung. Dabei solltet ihr jetzt unterschiedlich pritschen. Zum einen pritscht ihr den Ball gegen die Wand mit beiden Händen. Danach, wenn der Ball wiederkommt, pritscht ihr ihn einmal senkrecht nach oben und dann wieder gegen die Wand. Ihr könnt den Rhythmus wählen. Einmal gegen die Wand, einmal nach oben, einmal Wand, einmal oben oder auch einen anderen. Zweimal gegen die Wand, einmal nach oben oder zwei und zwei. Das dürft ihr euch selber ein bisschen aussuchen und vielleicht, wie es euch auch eben gerade gelingt. Schaut mal, wie es Nemo macht. Vielleicht könnt ihr es ja genauso kopieren. Damit seid ihr mit dem Pritschen für heute schon wieder durch und wir gehen weiter zum Baggern. Bevor wir gleich mit der Übung starten, ganz kurze Wiederholung. 5 Tipps hatten wir euch letzte Woche mit an die Hand gegeben. Ich bin gespannt, ob ihr sie vielleicht gerade noch zusammenbekommt. Falls nicht, helfe ich euch noch schnell auf die Sprünge. Nummer 1. Ihr geht in die Hip-Position, das heißt, Knie sind gebeugt. Tipp Nummer 2. Der Verschluss. Die Finger übereinander legen, die Daumen nebeneinander und verschließen. Bitte nicht beten dabei, sondern die Finger übereinander und die Daumen oben drauf. Tipp Nummer 3. Lang ausgestreckte Arme. Ja? Richtig schön lang machen, dass wir hier kein Loch haben, wo der Ball nachher durchfallen kann, sondern einen schönen Spielbrett haben. Dieses Spielbrett ist jetzt auch wichtig, dass wir genau den Treffpunkt haben, denn der Treffpunkt war ja genau hier auf den Unterarmen und nicht auf dem Handgelenk. Tipp Nummer 5 war der Impuls. Bitte nicht die Arme zu tief hängen lassen, dass der Ball kullert und auch nicht zu hoch nehmen, dass der Ball nach oben oder gegen sogar eine Lampe trifft. Ja. Das sind die 5 Punkte, die wir euch letzte Woche gezeigt haben. Jetzt braucht ihr vielleicht sogar noch einen weiteren Tipp, damit ihr es für die nächste Übung perfekt hinbekommt. Und zwar hatten wir beim Pritschen schon mal das Thema flinke Füße. Beim Volleyball ist es nun mal so wie bei jeder anderen Sportart auch, man schafft es nicht, den Ball zurückzuspielen, wenn man sich nicht bewegt. Denn wenn der Ball genau auf euch zufliegt, könnt ihr perfekt zurückbaggern. Dann müsst ihr euch vielleicht nicht bewegen. Fliegt er ein bisschen weiter links oder ein bisschen näher zu euch, müsst ihr euch eben in die jeweilige Richtung nach vorne, nach hinten, links oder rechts bewegen. Das müsst ihr jetzt auch gleich bei der nächsten Übung hinbekommen. Dafür braucht ihr jetzt den angesprochenen Partner, ob Mama, Papa, Bruder oder Schwester. Sucht euch einen aus, der wirft euch einen Ball zu und ihr versucht ihn, so genau es geht, im Baggern wieder zurückzuspielen. Auch da noch ein kleiner Tipp für euch. Bevor der Ball geworfen wird, solltet ihr schon alle 5 Kriterien haben. Hip-Position, der Verschluss, lange Arme, das Spielbrett ausrichten und dann den leichten Impuls, wenn der Ball kommt. Versucht's mal aus. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und viel Erfolg.
Okay, damit sind wir auch schon wieder am Ende von der dritten Einheit von Volleyball macht Schule 2.0. Ihr habt sicherlich gemerkt, die eine oder andere Übung ist jetzt ein bisschen kniffliger und vielleicht auch ein bisschen schwieriger geworden. So soll es ja auch sein, denn ihr sollt ja auch euch verbessern und euch auch ein bisschen anstrengen, damit euch das gelingt. Ich hoffe, ihr bleibt weiterhin am Ball. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Kleiner Tipp noch, wir hatten ja vor heute eine Partnerübung dabei. Selbstverständlich dürft und sollt ihr auch mal mit einem Partner hin und her spielen. Wir werden diese Übung nur nicht zusätzlich aufnehmen, weil das ist jetzt nichts, was wir extra euch zeigen müssen. Ihr schnappt euch einfach wieder Mama oder Papa, Bruder oder Schwester. Vielleicht könnt ihr ja sogar ein bisschen Volleyball spielen und ihr versucht mal mit denen hin und her zu spielen. Ihr könnt ja pritschen und baggern und damit habt ihr die perfekte Voraussetzung, um den Ball jeweils zu spielen. Tschüss und bis nächste Woche.